Hallo, willkommen zu Borderlands. Mit mir, dem Vomera, dem Zock-Commander 1 Moinsens, Leute! und dem Korsil. Hi, was geht? Gut. Da würde ich mal sagen, wir starten mal hier durch. Los Genau. geht's. Genau. Okay. Sehr nice. Da lädt's wieder. Genau. Der flotte Ladebildschirm. In ziemlich schlechter Grafik hier in diesen Bildern, aber das macht ja nichts. Finde ich auch, aber das ist ja nur die Ladesequenz. Ja. Deshalb ist das nicht so schlimm. Es geht ja ums Hauptspiel. Genau. So. Huch! Gut. Wo sind wir denn jetzt? Oh, bis zum nächsten Mal. Was? Da ist der kleine Robby dran. Lass ihn am besten Robby? mal reden. Ich bin noch gar nicht drin irgendwie. Ja, er kommt Moment. gleich rein. So. Bevor es weitergeht, nimm bitte dieses Die Echo-Kommunikationsgerät flotten und den Ladebildschirme. Stand-Display in Empfang. Ein Geschenk der Dawn Corporation. Aha, okay. Okay, keine Munition. Lol. Habe ich eigentlich ab Level 1 angefangen? Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe mit Level 1 Ja, hast angefangen. du. Oben beim VIP angezeigt, dass du Level 1 hast. Puh, Gott sei Dank, Alter. Da Ich habe steht nämlich auch gar nicht geachtet, dass wir Level mit Steht Level auch 1 unten in der angefangen haben. Leiste. Da steht so 11.001 bei dir. Okay, nice. Wir können uns Okay. bewegen. Sehr Ja, nice. Leute, und auch von meiner Seite aus begrüße ich euch zu unserem Dreierprojekt Borderlands. Das hört sich so falsch an. Scheiß drauf. Ey Leute, wartet mal, kommt mal mit. Da gibt's nämlich Munition hier hinten. Omera, wolltest du nicht Siren spielen? Spiel ich doch. Nein, du spielst sie nicht. So, Scheiß drauf, Soldat was? bist du jetzt. Ich hab Sirene gewählt und bin jetzt irgendjemand anders. Kommt mal mit hier. Du bist gerade sonst. Hier Dann oben spiel gibt's ich halt. Munition. Spiel ich jetzt diesen Black Man hier. Ey, hört ihr mich überhaupt? Ja. Hier oben gibt's Munition, kommt mal mit. Siren, du stöhnst Nämlich. gerade. Das hört sich total geil an. Ja, irgendwie schon. Oh, Hier. hier Gibt's Alter, Geld? du musst öfters springen im Let's Ey, Play. wieso hab ich doch gerade? Oder wen meinst du? Hallo? Ja, bitte. Ja, Oh mein Gott, geile wen hast du gerade Knarre. gemeint mit öfters springen? Keine Ahnung, weiß ich Hallo? nicht. Ja? Ja, irgendjemand hat es doch gerade gesagt, der Kumera, oder? Ja, dass du öfters springen musst, dann Das schwimmst hab du. ich Das doch müsste der Gomera gerade. sein. Deine Waffen Wieso? kannst du wechseln, indem du Mausrad abwehrst und halte E gedrückt, während du Munition aufnimmst, um Aluminium-Munition gleichzeitig aufzunehmen. Okay. Gut, dann Da würde bin ich ich sagen, gerade. gehen wir mal der Hauptstory nach, ne? Ja, ich habe gerade nicht viel Munition, aber das kommt sicher noch. Kann ich ja alles einsammeln. Das wird So. schon. Dann soll der Roboter hier mal kommen. Hier, komm. Wir gehen einfach mal zu dem hin und Irgendwie gucken ist er mal, was der gerade zu sagen hat. eingefreezed. Bug. Ah ja, hier. So. Robby! Aber ich finde Robby, den voll Robby! korrekt, den Roboter. Finde ich auch. Irgendwie. Ja, dann mach mal, komm. Station. So, jetzt machen wir unseren Ah. Charakter erstmal ein bisschen die andere Oh, Farbe. Roland. Will ich mal behaupten? Farbe Ich lasse den 1. mal so. Farbe 1 mache ich mal hier auf weiß. Nee, Silber. Was nehme ich denn? Rot ist eigentlich ganz gut gewählt. Blau ist auch nice. Am besten sollte ich Farbe 2 in grün wählen, weil das soll gekennzeichnet werden, dass ich ein Guter bin und kein Böser. Okay, nice. So, das habe ich, okay. Ich bin ausgerüstet, soweit. Ach ja, Leute, und Okay. ihr könnt euch schon mal darauf gefasst machen, dass es ziemlich lange gehen wird hier, das Projekt Aber Borderlands. übertrieben. Also ja, das wird auf jeden Fall richtig geil werden. Ja. Ich habe richtig Bock drauf. Mindestens Und 100 Parts sind da drin. Auf jeden Fall. Und auch schon mal, wollte ich schon Oh, mal der sagen, Rasenmäher geht ab, er das Let's hier. Play wird so lange gehen, dass ich zwischendurch auch einen neuen PC bekomme und dann wird sich auch die Grafikqualität verbessern im Let's Play. Ja, es lohnt sich jetzt noch nicht hereinzuballern. Warte kurz, bis Nein? das Gitter hochgeht. Ja. Der Gletscher Bam! macht das gleich hoch. Soweit ich weiß. Und dann werden wir da rasieren, mein Freund. Genau, jetzt werden Razor, wir die Razor Gegner nennen wir Razor. rasieren hier. Diese Banditen haben was gegen uns, Claptraps. Wir sind nicht darauf programmiert, für ihre Zielübungen herzuhalten. Und es ist ziemlich leise, was der hier labert, aber das muss auch, stört mich ja nicht, von daher. So. Den finde ich auch irgendwie ein bisschen leise. Ich weiß Ja, nicht, woran aber das liegt. was soll man machen? Okay, let's go. Jetzt rasiere ich sie hier. Guck mal, jeder ballert erstmal, während wir nicht Gegenstände aufsammeln.
Okay, nice, den habe ich erstmal down gekriegt hier. Da wollen sie uns kriegen, ne? Ah, oh, Munition! Okay, das sieht ziemlich gut aus. Ich bin getroffen! Stirb, du kleiner Lapp mit deiner Shotgun, Alter. Geld, oh, keine noch Munition rum. Mehr. Verdammt. So. Ach, gibt's hier irgendwo was? Hier liegt was. Hier, komm her. Kasten, Geld. Ich brauch Geld. Warte. Oh, Commander, hier liegt. Ich bin ja, geldgeil. Ja, so. Okay, aber ich habe immer noch nichts. Oh, Munition für die Combat Rifle. Wechseln. Wieso habe ich keine Waffen? Ja, da vorne gibt's ja sowieso welche, von daher kill die am besten mal. Weil ich habe keine Munition, leider. Manchmal ruckelt Borderlands bei mir. Mit 40 FPS, keine Ahnung, woran das liegt. Das ist bei mir ab und zu auch so, kein Ding. Okay, jetzt habe ich hier die Billig-Pistole. Läuft auf jeden Fall. Immer jeder ballert, außer ich, einfach mal Gegenstände sammeln und so. Scheiß auf die Gegner. Ja, Korsil ist der Sammler. Das merkt man jetzt schon. Ich bin ein wertvolles Sammlerstück. Gomera, ja. Woran liegt das eigentlich? Ich habe keine Shotgun-Munition mehr. Ich glaube, weil der es von letztem Mal noch gespeichert hat, als ich gezockt habe, glaube ich. Leute, nee, du hast einen anderen neuen Charakter gemacht. Achso. Ich brauche mal eine neue Waffe. Falls ihr eine neue Waffe habt, könnt ihr mir mal geben, bitte. Ich habe Vladov, aber das ist meine einzige. Warte mal, ich guck mal, ob Waffe. Ich eine Waffe dich hab. Nee, ich habe nur. Aber ich kann nicht wählen. Schade. Okay. Scheiß drauf, jetzt müssen wir hier durch, Alter. Das wird. Da kommt er nämlich schon. Und hier unten? Okay. Ja, hier. Der drück geht immer C, vor. Um in die Hocke zu gehen. Standard bei Shootern halt. Geld lag da noch. Geld, weißt Geld, du, oh mein Gott. Der Geldsammler. Ja, so, dann ballern die erstmal alles um hier. Ich glaube besser, weil ja mit der schallgedämpften Pistole ist das nicht so gut zu ballern, finde ich. So. Arbeitsabandies. Ja, kritisch, kritisch. Sind ja richtig harte Typen, Alter. Eindeutig, wir. Ach ja, Leute, übrigens spielen wir im Schwierigkeitsgrad zu leicht. Nur mal so nebenbei. Ja? Ja, weil das Spiel ist sehr schwierig. Wir haben es schon auf normal gezockt und es war gar nicht schwieriger. Ist so, Alter. Die killen dich. Weißt du, du kriegst zwei Schüsse ab und deine ganze Rüstung ist weg. Ist voll unlogisch irgendwie. Finde ich auch irgendwie. Aber was soll man machen? Hier gibt's doch noch mal eine Waffe, oder? Eventuell. An der Munition. Also Leute, ich kann es euch jetzt schon mal sagen, mir macht Borderlands jetzt schon Spaß, ey. Ja, mir auch. Das Spiel ist echt richtig geil, finde ich auch. Für nur 5 Euro, ne, glaube ich. Ja. Ja, ich habe 7,50 Euro bezahlt. Ich habe es mir früher mal vor einem Jahr oder so geholt für 10 Euro irgendwo im Laden. Deshalb für diesen günstigen Preis lohnt es sich auf jeden Fall Borderlands zuzulegen, meine Freunde. Mit Koop, wie wir jetzt gerade auch zocken, könnt ihr auch zocken, macht richtig Fun. Ja. Also, für die Leute, ich wusste, ja. Du bist der Richtige, mein Freund. Los jetzt, ich melde mich bald wieder bei dir. Können wir überhaupt Gegenstände aufnehmen? Ja. Dings meine ich, also, aufheben, so, und dann irgendwo hinwerfen. Ach nee, wie in Half-Life meinst du? Ja. Nee, oder wie bei das Dings, gibt's hier nicht, ne. Oder wie bei Crysis, also werfen und, Dings nehmen und werfen, meine ich. Nicht, dass ich wüsste. Schade. So. Schade! Hier ist auch alles vor. Gut, dann passt's. So, Dalle! Hier im Briefkasten ist auch noch was hier. Aber leider habe ich alles voll. Von der Munition her. Ich brauche Kisten. Dr. Zed. Diese verdammten Banditen lassen uns. Das ist der Metzger. Ich muss der Doktor. Ja. Ich lass dich. Mach schon. Die blöden Stromkreise sind wieder am Arsch. Versuch's mal mit dem Schalter da draußen. Der Doktor ist da. Yeah. Der Doktor. Siehst du ein neues Icon auf dem Heads-Up-Display? Das ist ein Wegpunkt. Der Wegpunkt zeigt dir, wohin du musst, um deine momentan aktive Mission auszuführen. Oh mein Gott, Zocki, du siehst total heiß aus, Baby. Aber jetzt geht's weiter mit dem Doc. Kommt der Schlitzer. Der Metzger hier. Der Metzgers Schneide muss besonders scharf sein. Zed! Bam! In your face. Danke so. Fürs Aufmachen. Ich plündere hier erstmal alles, was es gibt. So. Darf ich nicht mehr, seit ich meine Lizenz verloren habe. An diesen Automaten kannst du alles kaufen, was ein Arzt dir auch verschreiben würde. Bloß ohne die alte Predigtmarke.
Die Kammer ist ein Mythos. Sie werden sich den Tod holen. Genau. So, okay, jetzt müssen wir uns erstmal was kaufen, würde ich sagen, oder? Oder wann kommt das denn nochmal? Ich glaube, wir müssen diese Mission mit den Skeks noch machen, bevor wir in den Laden da überhaupt was kaufen können. Also ja, folgt mir, meine Freunde! Im großen Laden, da gibt's ja noch Granaten und alles, Munition, ist voll geil Schilder. Quasi, du hast so ein fettes Messer am Rücken. Ich? Ja, so ein fettes Schlitzermesser hast du am Rücken. Guck hier bei mir auch. Na, Nathan, du auch. Ja, genau. Du auch. Oh, da haben sie ihn erwischt, der Arme. Da kommen sie, da kommen sie. Der Arme. Wir müssen das Reparaturkit holen. Ja, erstmal die Gegner hier killen, würde ich behaupten. So. Okay, einen habe ich. Sehr nice. Very nice. Oh, nächstes Level. Cool. Habe ich auch gerade. Coole Sache. Bam, Headshot. Als würdest du Nein Toast schwer auf die Nerven gehen. Eindeutig. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. Du hast es geschafft. Ich wusste, du bist der Richtige. Oh, oh ja, Baby. Der kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Oh, der Arme. Braucht er Hilfe? Der Arme. Okay. Dann, Leute, dann hole ich mal den Claptrap, also für den Roboter. Der liegt zufällig hier, also okay. Ja, jetzt gehe ich mal besten. Zu dem Roboter. Robby, ich bin bei dir. Ich helfe dir, my friend. Oh. Bitteschön. Haben wir irgendwie noch was zum Plündern? Yeah, I'm so erfüllt. Jetzt kann... Ja. Was? Und jetzt kann er wieder feiern gehen. Ja. Sollen wir mal aufmachen hier? Endlich, ne? Der ist voll lahm, Alter. So, und jetzt sollten wir hier die Skeks killen. Zack. Und ich kill die da hinten, Alter. Jeder hat so seinen Bereich. So, dann kommt mal raus hier. Da sind sie schon, ja. Oh, kritischer Treffer. Kritischer Hase, würde ich mir behaupten. Und ich werde angehittet von irgendwann. Irgendwas hier? Ah, da sind sie schon. Wow, 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 wow. Wow, wow, die machen gut Damage gerade, Alter. Boah, Pillen, Alter, Pillen für alle. Oh, meine Muni ist leer. Nee, nee, die Tampons von den Jugendlichen. So, okay, ich hab sie gekillt, die Viecher hier. Da liegt noch eine Kiste mit Geld. Geldscheinchen, lecker. Da hinten müsste es auch noch irgendwas geben, soweit ich weiß. So Leute, da wir jetzt die Skeks getötet haben, gehen wir mal zurück zum Laden am besten. Ja, wäre eine gute Idee. Denn wir müssen ja noch die Mission abschließen können, ne? Und da müssen wir dann zurück zum Dock. So sieht's aus. Zum Dock. Wir sprinten zum Dock. Was ein spannender Moment. Yeah! Okay. Halte Tab gedrückt. Oh. Reparaturbedürftig. Mach mal. Jo, komm mit, ich weiß, was ist. Moment, warte mal bitte. Der Laden... Ja, das sollte. Ach, stimmt, wir brauchen ja auch den Energiekoppler, ne? Ja, genau, stimmt. Den müssen wir auch noch holen. Stimmt. Und dann können wir uns, glaube ich, Waffen und so kaufen, soweit ich weiß, ne? Nee. Leute, ja, da gibt's so Mini-Medikits gibt's da. Leute, könnt ihr mal ganz kurz warten? Ich muss mal hier meine Waffe und Munition ausrüsten. Und so. Ich hab den Energiekoppler. Gut. Dann mach wir den müssen da, uns da rein. Ein Schild kaufen, okay. Müssen wir uns sagen. Ja, genau. Und Granaten, glaube ich, auch noch, ne? Granaten gibt's dann in einem anderen Shop, das ist ja. Ich habe nicht mal eine Pistole, verdammt. Ich habe eine. Aber du. Die ist nur schallgedämpft, die taugt irgendwie nichts. Die Fladov oder wie die heißt. Ja. Da sind auch noch ein paar. Ich habe eine Teddy-Door. Okay. So, ich habe den eingesetzt und jetzt... So. Mach den noch kalt kurz. Jo. Oder ich so. Ich hab den Schild gekauft. Du solltest die Maschine benutzen, um Zeug zu verkaufen, das du nicht mehr brauchst und dir dafür ein Erste-Hilfe-Kit zulegen. So, ihr müsst euch wir haben den. Ja, machen wir. Habt ihr auch einen oder? Jo. Genau, wir haben den schon. So. Da sprinten wir jetzt wieder zurück zum Dock. Was eine spannende Folge, ne, Freunde? jetzt gibt es ein Schild, Alter. Da halte ich ihn aus. Das ist sehr nice. Braucht man auf jeden Fall in Borderlands. Weil die Gegner sind richtig stark. So, wir müssen Banditen töten. Die Leute trauen dir noch nicht. Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Leute hier. Es nützt dir, wenn du Dr. Zed bei seinem Problem mit Nine Toes hilfst. So, dann mach mal hier. Schild hole ich mir auch noch. So, okay. Ja. Ich bin voll. Meine Rüstung fühlt sich auf. Gut. Ich fühle mich stärker. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt dem Doc helfen mit dem Problem mit Nine Toes.
Boah, Gumera, Alter, wie das laggt bei dir, Alter. Beste. Du weißt, du manchmal, ne? Was ja, das ist. Das, du laggst nicht, aber dein Skin laggt. Das ist eh Beste. Ja, ich hab ab und zu kleine Frame-Einbrüche. Ja, hab ich auch. Das ist Standard, also ist nicht schlimm. Aber das ist nur wegen der während der Aufnahme. Normalerweise, wenn ich das Spiel ohne Aufnahme spiele, ist es bei mir nicht. Ja, ist bei mir auch so, also ganz klar. Hier können wir uns reinschleichen. Hier können wir uns reinschleichen. Leute, könntet ihr mal bitte auf mich warten? Ich brauche ein bisschen länger. Genau, das ist eine falsche Mission. Wir müssen da rüber. Zu dem Ja, die warten da.